Ja, ich hoffe, dass euch dieser Abenteuer zu stehen kommen wird, denn man hat sich ja auch unter antifaschistisch orientierten Kreisen und Menschen angewöhnt, zwar einerseits über Volksgemeinschaft zu sprechen und zu zeigen, wie eben die bürgerliche Gesellschaft der Weimarer Republik in die Volksgemeinschaft transformiert worden ist. Aber bei all diesen Betrachtungen, gerade auch von linker, von marxistischer und von philosophischer Seite, ist doch die Person des Führers auf eine merkwürdige, seltsame Weise ausgespart worden. In dem Sinne eben, dass also die einen sagen, etwa in der Tradition der marxistisch-leninistischen Theorie von etwa Dimitrovs, berühmter Redner 1935, sagt man, Hitler war eine Marionette des Großkapitals, ein beauftragter Agent der Konterrevolution, ein bezahlter Manipulator, einer der vollen Bewusstseins dieses ganze deutsch-nationale Grauen inszeniert hat. Also jemand, der so von so genialen Geisteskräften war, dass er ganz bewusst die Gesetze der Massenpsychologie anwenden konnte für seine Propaganda. Und diese Deutung ist, denke ich, auch ein Teil des Verdrängungs- und Abspaltungszusammenhangs, der das wirkliche Grauen des Nationalsozialismus abwehrt und versucht, nicht wirklich zur Kenntnis kommen zu lassen, dass das vollkommene Verrücktwerden, das Barbarischwerden der deutschen Souveränität eben nicht nur zusammenhängt mit dem Charakter kapitalistischer Staatlichkeit, sondern dass diese kapitalistische Staatlichkeit, die nach 1929 in diese fatale Krise gerät, sich nur in einem auch subjektiv verrückten Individuum vergegenständlichen konnte. So, das ist also dieser rationalistischen Deutung von Hitler als eines genialen Propagandisten nicht nur nicht bedarf, sondern das ganze Grauen der Angelegenheit erst dann deutlich wird, wenn man Adolf Hitler versteht als einen nicht diagnostizierten Schizophrenen, der in seiner Ausagierungsbewegung genau das subjektiv verkörpert, was seitens der kapitalistischen Krisenlösungsstrategie nach 1933 objektiv geboten ist. Und was ich heute Abend, wie immer, nur thesenhaft versuchen möchte anzudeuten, das ist, dass wenn Hitler am 30. Januar 1933, also heute vor 80 Jahren, seine Ernennung zum Reichskanzler seinen Volksgenossen bekannt gibt, dann sagt er Folgendes, ich darf zitieren, und es beginnt auch gleich gendermäßig vollkommen korrekt. Er sagt, Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen. So fängt er an und teilt seinen Genossen mit, dass er jetzt der Chef vom Ganzen ist. Und dann geht es hier so weiter und dann am Schluss sagt er nachher, an euch, meine Parteigenossen, richte ich nur eine große Bitte. Gebt mir euer Vertrauen und eure Anhänglichkeit in diesem neuen und großen Ringen genauso wie in der Vergangenheit, dann wird uns auch der Allmächtige seinen Segen zur Wiederaufrichtung eines deutschen Reiches, der Ehre, der Freiheit und des sozialen Friedens nicht versagen. Das ist die erste Kundgebung. Hitler kam gerade von Hindenburg, er war ernannt, das Grauen nahm seinen Lauf. Und in dieser ersten Erklärung beruft er sich auf den Allmächtigen, auf ein Supersubjekt, das ihm seinen Segen gibt, das ihn leitet, das ihn führt, die Vorsehung, von der er auch in seinen Schriften immer wieder schreibt und spricht. Und es gilt nun, dieses zu analysieren, zu durchschauen, nicht nur als ein Spaltungs- und Projektionsmechanismus, so wie er objektiv aus der Ideologie des Antisemitismus erweckt, sondern wie er von diesem konkreten Individuum Hitler subjektiv in seiner Schizophrenie völlig verkörpert wird und ausagiert wird. Also zwischen der objektiven Ideologie des Faschismus und der subjektiven Konstitution des faschistischen Führers ist nicht nur kein Unterschied, sondern herrscht völlige Identität. Diese These habe ich mir selber leider nicht ausdenken können, sondern diese These habe ich aus der Lektüre eines Buches gewonnen von Wolfgang Treher, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Hitler, Steiner, Schreber, Gäste aus einer anderen Welt, das ich sehr zur Lektüre empfehle. Hier,
liest ein Psychiater Hitlers Mein Kampf. Er liest es nicht als Ideologiekritiker, er liest es als Psychiater, als die Objektivation und das Ausagieren einer tiefgehenden psychischen Krankheit und Störung. Er liest Mein Kampf so, wie ein Psychiater die Objektivation seines Klienten, seines Patienten versucht, irgendwie zu rekonstruieren, zu verstehen, therapierbar zu machen. Aber er zeigt in dieser Bewegung genau auf, dass all diese Spaltungen, die die objektive Ideologie des Nazifaschismus im Hass auf die Juden schon vorgibt, von ihm als subjektiv zwanghaft ausagiert werden müssen. Und dieses Buch ist auch deswegen so interessant, weil er zeigt, er beginnt ja mit Steiner und Schreber, an den Denkwürdigkeiten des Geheimrats Dr. Schreiber, einem der ersten selbstbeobachtenden Schizophrenen, einem der ersten, der in der Lage war, über seine Krankheit nicht nur auszuagieren, sondern seine Krankheit auch in Worte zu fassen. Aus diesen Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken entwickelt Treher zuerst das Bild, die Diagnose. Er probiert es dann aus an Rudolf Steiner und er zeigt, dass der Gründer der Anthroposophie, der Gründer der Waldorfschulen in all seinem Gerede vom Astralleib nichts anderes ausagiert als eine Spaltung seiner eigenen Persönlichkeit. Er zeigt in einem sehr guten Bildteil etwa an der Architektur des Goetheanum in Dornach auf, dass es gebaute Schizophrenie ist, dass das Vokabular, in dem sich ausagiert wird, zufällig ist. Es kann Anthroposophie sein, es kann Antisemitismus sein. Die Worte tun nicht zur Sache der Krankheit, aber der Kranke versucht eben ein Vokabular aufzugreifen, das irgendwie im Zuge der Zeit liegt, das von der Situation als Deutungsmöglichkeit angeboten wird. Und was ich jetzt versuche, heute Abend etwas in einigen Thesen zu entwickeln, das ist, dass eine materialistische Kritik des Antisemitismus und eine materialistische Geschichte des Nazifaschismus ohne diese Diagnose der Person des Führers überhaupt nicht auskommen kann, weil damit genau eine Lücke in der theoretischen Rekonstruktion geschlossen wird und man endlich mit dem Rationalisieren auch an diesem Punkt aufhören kann, nicht mehr also von Hitler sprechen muss als einen genialen Manipulator. Viele, etwa Joachim C. Fest in seiner Hitler-Biografie, die unterstellen praktisch stillschweigend, Hitler hat im Bewusstsein agitiert, etwa von Schriften wie von Sigmund Freud über Massenpsychologie und Ich-Analyse. Eine Schrift, in der Sigmund Freud an der Kritik von Gustave Le Bon zeigt, wie Massenidentifikationen mit Führerfiguren funktionieren. Mit diesem Rationalismus bricht Wolfgang Treher und zeigt, dass das Rationalisieren an der Person selber ein Teil ist der durchschlagenden Verschmelzung der Individuen mit ihrem Souverän. Ich darf mal hier aus diesem Buch, das immer noch verfügbar ist, in unserem gedruckten Programm wird ja auch angegeben, wo dieses Buch bestellbar ist. Da schreibt er etwa hier, ich darf zitieren: Was aussieht wie Hitlers skrupelloser Machiavellismus, ist psychotische Ich-Oszillation. Die Seele ist gespalten, das heißt ihres Kerns, des Ichs, beraubt. Auf der Suche nach seiner Heimat beginnt das Ich mit dem rätselhaft Widersetzlichen gegenüber zu ringen, das ist der, so Hitler, Zertrümmerung der Persönlichkeit beschuldigt. In dem Bemühen, seiner habhaft zu werden und es auszurotten, zerschlägt das Ich die von ihm repräsentierte aggressive Seelenhälfte, die in seiner Reichweite liegende Welt, ohne die innerseelische Realität des Gegenübers und seiner zerstörenden Wirkung jemals mindern oder zum Verschwinden bringen zu können. Jeder, der über den Faschismus etwas weiß, weiß immerhin zu viele, dass wenn der Führer 1938, 1939 das Zeitliche gesegnet hätte oder das Zeitliche hätte segnen müssen, er wäre uns als ein genialer Erbe Bismarcks erhalten geblieben aufgrund seiner großen außenpolitischen Erfolge gegen diesen unsäglichen Schmachvertrag von Versailles. Man billigt ihm also diese Fähigkeit des Machiavellismus zu,
Das heißt, nach der Definition Machiavellis ist der Souverän jemand, der ein Löwe ist und sich als Schaf zu tarnen in der Lage ist, der zwischen verschiedenen Rollen, die sich rein logisch betrachtet ausschließen würden, so hin und her changiert, dass man gegen ihn keinen logischen Widerspruch geltend machen kann. Das gilt als Machiavellismus und daher kommt die Hochachtung noch der Kritiker und Gegner des Nazifaschismus vor der Person des Führers. Dass diese Hochachtung noch in der Kritik und in der Abwehr ganz und gar unbegründet ist, das zeigt das Buch von Wolfgang Treher. Über das es hinaus eben noch zu zeigen gilt, dass in diesem Changieren, in diesem Ausagieren grundlegende Konstituenzien der bürgerlichen Gesellschaft ausagiert werden. Dass also gewissermaßen zu der Diagnose der Schizophrenie des Individuums Hitler nichts anderes gehört als eine Diagnose der grundlegenden Schizophrenie der bürgerlichen Gesellschaft an sich selbst. Also den Grund, warum überhaupt hier in der Gestalt des Souveräns eine solche Person auftreten kann. Und um dieses in materialistischen Kategorien etwas mir selbst und hoffentlich auch euch verständlich machen zu können, möchte ich einen Begriff aufgreifen aus der Hegelschen Philosophie des Staatsrechts, nämlich die Stelle, wo er über den Monarchen spricht. Also die sichtbare Inkarnation der Einheitlichkeit des politischen Willens. Und wenn Hegel über den Monarchen spricht, gebraucht er die merkwürdige Wendung allgemeiner Mensch. Also ein Mensch, der in seiner Individualität als diskrete, besondere Person zugleich die Allgemeinheit seiner Gesellschaft repräsentiert. Die Frage, ist das jetzt nur eine Metapher? Ist das jetzt nur ein gut gefundenes Wort? Was steckt hinter dieser Definition des Souveräns an Erkenntnis über den Charakter kapitalistischer Staatlichkeit? Nun ist klar, den Souverän in diesem strikten Sinne des Monarchen gibt es in der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr. Und auch dort, wo gegenwärtig wie in England oder in Schweden noch pro forma Monarchien existieren, ist es ein Aushängeschild einer gewaltenteilig betriebenen Staatlichkeit. Wie ist überhaupt das Verhältnis vom Begriff der Souveränität, der nirgends mehr in diesem strikt monarchischen, diktatorialen Sinne verkörpert wird, zu der modernen Rechtsstaatlichkeit, die gewaltenteilig verfasst ist? Und die erste These dazu, die ich in der Diskussion gerne weiter ausführen möchte, dann nachher, wenn es nötig ist, ist, ne, dass die Souveränität als solche, als die letzte, in letzter Instanz nicht zu bestreitende Entscheidung über Leben und Tod, also die Ermächtigung zum Mord und zum Totschlag, dass das die letzte Substanz der Staatlichkeit als solcher ist und damit die politische Seite ist, dessen, was ökonomisch als Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beschrieben wird. Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen kann nicht sein, ohne die gleichzeitige, gleich ursprüngliche Herrschaft des Menschen über den Menschen, die in dem Recht auf Leben und Tod, das in letzter Substanz den Souverän ausmacht, verfügt wird. Also die Souveränität als solche, das reine Herr-Knecht-Verhältnis, das ist die Substanz einer jeden Staatlichkeit, auch da und insbesondere dort, wo sie in der Gestalt der Gewaltenteilung auftritt, dort, wo sich der Souverän nicht zeigt, sondern sich in der Konkurrenz von Exekutive, Legislative, Judikative eben bewegt. Dass die Gewalten teilbar sind in der modernen parlamentarischen Rechtsstaatlichkeit, hat seinen Grund darin, dass die Souveränität in dieser Form zeitgeschichtlich, ökonomisch zu erscheinen gezwungen ist. Daraus ergibt sich nun eine Perspektive auf die tiefgreifendste Systemkrise kapitalistischer Vergesellschaftung, so wie sie in Deutschland nach 1929 eintritt und wie sie im Totalzusammenbruch der bürgerlichen, auf Konkurrenz basierenden Produktionsweise resultiert. Das ist die Situation, wo der Souverän als Bedingung der Möglichkeit von Staatlichkeit in ihrer Gewaltenteilung schlechthin
hinter den konkurrierenden Staatsapparaten hervortritt und sich in der Gestalt Hitlers als der allgemeine Mensch, als der Diktator, der in letzter Instanz über Leben und Tod entscheidet, kristallisiert. Das ist gewissermaßen die Erweiterung, vielleicht auch Radikalisierung, jedenfalls hoffentlich Vertiefung, die ich an diesem psychiatrisch erhobenen Befund von Wolfgang Trier über die Person Hitlers vornehmen möchte. Und ich möchte dazu nun einige Bemerkungen machen, die den Begriff des allgemeinen Menschen zum Begriff des unmittelbar allgemeinen Menschen radikalisieren. Ihr wisst alle, das ja eine der großen Paradoxa oder das, was eben dem auf Theorie fixierten Verstand so unerklärbar erscheint, in der marxischen Analyse der Form des Wertes mit dem Begriff der unmittelbaren Allgemeinheit benannt wird. Wie kann es sein, dass der Wert, das ökonomische Verhältnis der Ausbeutung, im Geld, in der auf der flachen Hand liegenden Münze, eine unmittelbare Allgemeinheit erreicht? Offenkundig ist es nicht so, dass die Allgemeinheit hier verstanden wird als Ergebnis einer ontologischen Setzung von Natur, die einfach zu akzeptieren wäre. Noch wird die Allgemeinheit verstanden im Sinne einer nominalistischen Verallgemeinerung von konkretem Einzelnen, sondern die unmittelbare Allgemeinheit als eine nur rein gesellschaftliche Inszenierte gewinnt im Geld eine dinglich auf der Hand liegende Materialität. Und das sind die Passagen in Marx, die der normalen theoriesüchtigen Lektüre immer Anathema sind, genauso wie alle bei Marx, da wo es brenzlig wird, irgendwie in religiöse Metaphorik abdriftenden Definitionen. Ich lese mal kurz aus Marx vor, wo er eben diese unmittelbare Allgemeinheit des Geldes darstellt mit folgenden Worten: Es ist, als ob neben und außer Löwen, Tigern, Hasen und allen anderen wirklichen Tieren, die gruppiert die verschiedenen Geschlechter, Arten, Unterarten, Familien des Tierreichs bilden, auch noch das Tier existierte, die individuelle Inkarnation des ganzen Tierreiches. Ein solches Einzelnes, das in sich selbst alle wirklich vorhandenen Arten derselben Sache einbegreift, ist ein allgemeines. Es ist der allgemeine Wertleib und die allgemeine Materiatur, sagt Marx, des Wertes. Bei diesem Wort allgemeiner Wertleib springt gewissermaßen die politische, souveränitätsbezogene Konsequenz förmlich ins Auge. So wie das Geld der allgemeine Wertleib ist, die Verdinglichung reiner Sozialität, so erscheint in der physisch praktisch gewordenen Gestalt des Souveräns der allgemeine Leib der Herrschaft in einer Person als unmittelbar allgemeiner Mensch in der Gestalt Hitlers, die im Zusammenbruch des Kapitals mit den Mitteln der politischen Gewalt versucht, dieses unmöglich gewordene Verhältnis aufs Neue aufzurichten. Man müsste also diesen eben zitierten Satz von Marx für unsere Zwecke wie folgt formulieren: Es ist, als ob neben und außer den Müllers, Meyers, Angela Merkels und anderen und allen anderen wirklichen Deutschen, die gruppiert die verschiedenen Genderarten, Unterarten, Familien des Deutschen Reiches bilden, auch noch der Deutsche an und für sich existierte, die individuelle Inkarnation des gesamten Deutschtums. Hitler als individuelle Inkarnation des gesamten Deutschtums, das wäre eine sowohl souveränitäts- und staatskritische Perspektive, wie eine Perspektive, die dieses merkwürdige Changieren in der öffentlichen Beurteilung Hitlers zwischen verrückt und Genie zurückzieht und zeigt, dass diese individuelle Inkarnation, dass Hitler gewissermaßen seiner psychophysischen Statur nach wie geschaffen dafür war, das Problem der unmittelbaren Allgemeinheit, der Souveränität im Augenblick der großen Krise zu repräsentieren. Und das ist eigentlich der Erkenntnisgewinn, den ich denke, den man aus der Lektüre von Wolfgang Trier ziehen muss. All die Müllers, Meyers und Merkels
schaffen aus sich heraus den unmittelbar allgemeinen Deutschen. Sie reflektieren sich in dieser Gestalt, und ihre Reflexion in dieser Gestalt ist zugleich Bedingung der Möglichkeit ihrer totalen Verschmelzung. Und diese totale Verschmelzung zur bedingungslosen Einheit, das ist das Thema und das politische Ziel und das Interesse und die Intention des Nazifaschismus, nicht nur in der unbändigen Aggression gegen Juden, gegen Sinti und Roma und gegen psychisch Kranke, sondern auch das Heilsversprechen, das in dieser Propaganda den Deutschen selbst angeboten wird. Es ist ja nicht so, dass die Volksgemeinschaft einfach nur eine äußere Aggression ausübt, sondern diese Aggression ist ja nur möglich, indem die Gesellschaft selber sich in ein Verhältnis absoluter Homogenität transformiert. Hitler hat dieses Versprechen gleich von Anfang an gemacht, in seiner Rede etwa zum 1. Mai 1933. Und jetzt sind wir ja wenige Wochen vor der abermaligen öffentlichen Aufbahrung des Kadavers des deutschen Proletariats am 1. Mai, wo noch so einige Traditionslinke von der Arbeiterklasse fabulieren und Ähnlichem. Und damit natürlich auch die Wirklichkeit des Faschismus abgespalten ist, die eben darauf beruht, dass Hitler der deutschen Arbeiterklasse erfolgreich das Versprechen gemacht hat, sie samt und sonders in Soldaten der Arbeit zu transformieren. Sie also Lohnarbeiter sein zu lassen, aber sie als Lohnarbeiter von der Konkurrenz unter den Lohnarbeitern zu befreien und sie dadurch zum homogenen Block zu formieren. Dieser Begriff des Soldaten der Arbeit ist auch wieder ein Verschmelzungsprodukt von Unvereinbarem. Und das führt darauf zurück, dass das, was nachher in Hitlers Agitation als subjektiv ausagierte Schizophrenie erscheint, gewissermaßen das Bewusstwerden ist von grundlegenden Antinomien, die in der Vergesellschaftung durchs Kapital existenziell und substanziell enthalten sind. Was das bedeutet, sieht man bei einem Blick in den Wirtschaftsteil. Das will ich hier nur andeuten, das ist an anderer Stelle ausgeführt worden. Aber es ist ja nicht so, dass die bürgerliche Volkswirtschaftslehre, die an unseren Universitäten gelehrt wird, jemals auch nur im Ansatz in der Lage war, eine einheitliche, konsensual erfolgte Definition dessen zu geben, was Geld ist. Sondern der Geldbegriff zerfällt immer in zwei einander widersprechenden Definitionen, die dann die verschiedenen Schulen der VWL-Lehre geben, wo aber die Individuen je nach Krisenlage willkürlich hin und her wechseln, bei völliger Unfähigkeit, eine Synthese auch nur der Definitionen zu geben. Die einen sagen, Geld ist in letzter Instanz Gold, also ontologisch, naturhaft gesetzte Wertverkörperung. Dann ist klar, Geld ist ein Naturgegenstand, objektiver Wertbehälter. Und die andere Fraktion sagt eben, Geld ist doch einfach nur Kredit und damit eine psychologische Erscheinung, dass jemand dem anderen vertraut. Geld ist nichts als Psychologie. Zwei einander völlig unvereinbare Definitionen, aus denen aber in letzter Instanz all das besteht, was die Nationalökonomie über das Geld zu sagen hat. Das kann man nun, wenn man freundlich ist, und Marx war da eben auch im Kapital sehr freundlich, eine Antinomie nennen, die gleichzeitige Gültigkeit zweier einander frontal und hundertprozentig ausschließender Bestimmungen. Was ist aber nun das Synthetische dieser antinomischen Position? Wolfgang Treher würde sagen, es ist das schizoide Hin- und Her-Oszillieren zwischen einander unvereinbaren Standpunkten. So gesehen ist der ideologische Prozess der bürgerlichen Gesellschaft objektiv schizophren, indem die Leute, die auf Logik erpicht sind, zwischen einander ausschließenden Positionen hin und her schwanken. Wo ist nun die synthetische Instanz? Offenkundig ist die synthetische Instanz das Undenkbare, dass das Kapital, auch wieder so ein metaphorisches Wort, als automatisches Subjekt in seinem reinen Prozess der Gleichheit von Identität und Nicht-Identität stiftet.
Das heißt also, der Bürger muss sich um die Antinomie seines Denkens keine Sorgen machen. Er kann glücklicher Schizophrener sein, solange der Kapitalprozess funktioniert. Das Funktionieren tritt an die Stelle jedes nur möglichen Arguments. Wenn nun, wie 1929, dieser kapitalistische Zusammenhang in eine Krise tritt und an sich selber kollabiert, dass also Kapitalismus nach Maßgaben der freien Konkurrenz unmöglich ist und der Staat nun, der Souverän, der hinter den Staatsapparaten hervortritt, mit Gewalt versucht, diesen zusammengebrochenen Mechanismus aufs Neue zu installieren, dann kann er das nur, indem er die große andere Antinomie der bürgerlichen Gesellschaft synthetisiert. Und die große andere Antinomie der bürgerlichen Gesellschaft ist, dass das Individuum unter zwei einander ausschließende Bestimmungen gesetzt ist, dass es einerseits als Bourgeois auftritt, also als egoistischer Einzelner, der in der Konkurrenz unbedingt seine Zwecke verfolgt, der auf Zweckmittel kalkuliert und der in dieser Konkurrenzposition rational agiert. Der aber gezwungen ist, um überhaupt als Bourgeois agieren zu können, eine diametral entgegengesetzte Position der Negation seiner selbst einzunehmen, als Citoyen, als Staatsbürger aufzutreten und sich plötzlich um das zu kümmern, was seinem Egoismus strukturell verschlossen ist, nämlich um die allgemeinen Bedingungen der Möglichkeit der freien Konkurrenz auch nur überhaupt. Er muss als Staatsbürger, als Rechtssubjekt von der freien Konkurrenz abstrahieren, im Interesse eben dieser freien Konkurrenz. Das ist eine weitere schizoide oder antinomische Position, die wir alltäglich, ohne darüber weiter nachzudenken, wie selbstverständlich absolvieren, weil ja die Synthesis durch in der Normallage der Akkumulation gewissermaßen garantiert ist. Wenn das nun auseinandertritt, die Akkumulation und die Souveränität, wenn der Souverän als unmittelbar allgemeiner Deutscher in Gestalt des Diktators erscheint, dann wird der Souverän diese politische Antinomie, diese objektive Schizophrenie zwischen Citoyen und Bourgeois in der Gestalt des Soldaten synthetisieren. Die Rede also von Hitler in der Rede zum 1. Mai, alle müssten Soldaten der Arbeit werden, ist eine synthetische Position, die versucht, eine objektive Schizophrenie gewissermaßen zu heilen und in der Gestalt des Soldaten als objektive Verheißung, als das Versprechen endlos gelingender, wieder zu errichtender Akkumulation ohne allgemeine Konkurrenz in der Volksgemeinschaft aufs Neue zu installieren. Und in dieser Verinnerlichung des Soldaten, der nun nicht mehr einfach nur ein Berufsstand ist, nicht mehr einfach nur der sowohl Wahlberechtigte wie auch Wehrpflichtige, sondern in der Verwandlung einer gesamten Gesellschaft in die Volksgemeinschaft der Soldaten, in dieser Verinnerlichung einer synthetischen Position, in dieser Rassifizierung des Soldaten zum Volksgenossen, darin findet nun die hitlersche Oszillation zwischen den Spaltungsprodukten ihren wesentlichen Einsatz. Das ist nun, wie ich zeigen möchte, nicht speziell faschistisches, sondern gehört eben zum Grundbestand einer jeden halbwegs artikulierten Lehre vom bürgerlichen Staat. Ich will nur mal zur Verdeutlichung aus dem Staatsrechtler Karl Schmidt zitieren von 1934 aus der Schrift Staatsgefüge und Zusammenbruch des Zweiten Reiches im Untertitel Der Sieg des Bürgers über den Soldaten. Also Weimar, sagt Karl Schmidt, soll daran zugrunde gegangen sein, dass alle so Zivilisten waren und keiner sich mehr um das wirklich soldatisch-existenzielle kümmern konnte. Und jetzt im Nazifaschismus wird dieser Sieg des Bürgers über den Soldaten rückgängig gemacht. Und dieses Rückgängigmachen, diese allgemeine Militarisierung aller zu Soldaten der Arbeit, darin geht es auch um bestimmte Menschentypen. Ich lese mal vor. Durch die Entwicklung zum liberalen Staatsbürger war der Gegensatz der Menschentypen, der Gegensatz von Bildung und Besitz gegen Blut und Boden sichtbar geworden. Der nachrückende deutsche Arbeiter verschärfte die Problematik.
obwohl er alle soldatischen Eigenschaften des Deutschen besaß, unterstellte er sich fremder Führung. Er wurde dadurch zum Werkzeug der eigentlichen Nutznießer des liberalen Konstitutionalismus, nämlich der international-marxistischen Politik und deren Kampf gegen Bismarcks preußisch-deutsches Reich. Und bei diesem Widerstreit zwischen Bürger und Soldat geht es dann auch, wie es heißt, um den Widerstreit wesensverschiedener Menschentypen, um die physische Gestalt des Deutschen selbst. Hier ist der klassische Mechanismus der pathischen Projektion und Spaltung präsent. Die gesellschaftliche Verinnerlichung und Totalisierung des Soldaten, der qua Leib für seine Sozialfunktion im Auftrag des Staates straflos morden zu dürfen, existiert, das setzt gewissermaßen einen Prozess der Selbstrassifizierung in Gang, der nur sein kann, indem er sich ausagiert an etwas, was als Antirasse und Gegenvolk dargestellt wird. Also eben in dem Antagonismus, den diese Soldatenmasse unter Obhut ihres unmittelbar allgemeinen Deutschen an den Juden ausagiert. Die Juden, die nicht zufällig bei Hitler niemals die Juden heißen, sondern immer nur der Jude heißen, ist gewissermaßen das aus dieser falschen Versöhnung der Antinomie erwachsende Gegensubjekt, in dessen Bekämpfung die eigene Identität zwanghaft versucht wird, zu stabilisieren, zu erkämpfen und zu erreichen. Dass das im Kern ein an Lächerlichkeit, intellektuell gesehen, nicht zu überbietender Schwachsinn ist, der nur auf Tautologie führen kann, das zeigt sich bei jedem Nationalisten, der jemals versucht hat, auf die Frage, was Deutsch ist, eine halbwegs logisch einwandfreie Antwort zu geben. Um das in seiner Lächerlichkeit, aber auch in seiner tödlichen Drohung, die eben in dieser Lächerlichkeit liegt, kurz darzustellen, möchte ich aus einer klassischen Schrift des Nazifaschismus zitieren, aus Paul de Lagardes Buch Bekenntnis zu Deutschland, 1880 erschienen. Ich habe die Auflage im Mai 1933. Da heißt es hier: Deutschland ist kein geografischer, aber auch kein im gewöhnlichen Sinne des Wortes politischer Begriff. Ein Vaterland gehört in die Zahl der ethischen Mächte und darum können seine Angelegenheiten nicht vom Regierungstische aus, sondern nur durch das ethische Pathos aller seiner Kinder besorgt werden. Deutschland ist die Gesamtheit aller Deutschempfindenden, Deutschdenkenden, Deutschwollenden Deutschen. Diese Gesamtheit der deutschwollenden Deutschen bedeutet, dass jeder Einzelne von uns ein Landesverräter ist, wenn er nicht in dieser Hinsicht sich für die Existenz, das Glück, die Zukunft des Vaterlandes in jedem Augenblick persönlich verantwortlich fühlt. Jeder Einzelne ein Held und ein Befreier. Also ein deutschdenkender, ein deutschfühlender Deutscher. Dieser offenkundige Schwachsinn von Leuten, die Deutsch fühlen, aber nicht können. Das ist in seiner Lächerlichkeit zugleich die Verheißung äußerster Homogenisierung der Soldaten in ihrer erlogenen putativen Notwehr gegen das Antisubjekt der in den Juden ausgemachten Gegenrasse, die eben deswegen nicht die Juden heißen, sondern wie Wolfgang Trier in einer psychiatrisch ganz genauen Lektüre Mein Kampf heißt, mit gutem Grund immer als der Jude in diesem Kollektiv Singular auftauchen. Und es ist klar, dass dieses eben von Anfang an nur bedeuten kann, wenn hier Lagarde weiter definiert: Deutschland muss voll deutscher Menschen und deutscher Art werden, so voll von sich wie ein Ei. Dann ist für Palästina kein Raum mehr in ihm. Hier ist mit Palästina, wie vielleicht einigen doch sagen muss, nicht die PLO gemeint und nicht der gerechte Befreiungskampf von Hamas und anderen Islamfaschisten, sondern hier ist eben das zeitgenössische Chiffre für das Judentum gesetzt und angedeutet. Also in allen Definitionen dessen, was deutsch ist, agiert dieses bürgerliche Subjekt, das schizoid gespalten ist zwischen Citadin und Bourgeois, das sich selber synthetisieren will, agiert es sich aus in der totalen Feindbestimmung und versucht diese Verinnerlichung des Soldaten, also die unmittelbare Verallgemeinerung des Deutschtums, auszuerkennen. Darin kommt natürlich etwas zum Tragen, was die
grundlegende Konstitution des Individuums in der kapitalistischen Gesellschaft betrifft, nämlich dass jeder Einzelne ja nicht unmittelbar gültig ist als Individuum in seiner konkreten Leiblichkeit, sondern gültig ist nur in seiner Gestalt des juristischen Subjekts. Man kann nun zeigen, dass mit der Gestalt des juristischen Subjekts den Individuen, den Subjekten der Verträge, zwar ein Identitätsversprechen gemacht wird, aber ein Identitätsversprechen, das diese Form unmöglich auch einlösen und erfüllen kann, dass diese Form des Subjekts, das kann ich ja auch nur andeuten, aus sich selber zum Ausagieren trachtet im Sinne einer existenziellen Spaltung der Gattung in Unmenschen und Übermenschen. Nur wenn das bürgerliche juristische Subjekt im permanenten Kampf gegen Unmenschen und Übermenschen begriffen ist, kann es sich selber die Hoffnung einschwindeln, sich als Identisches zu stabilisieren. Und nun sehen wir, wie dieses Subjekt auf der Suche nach seiner eigenen Synthese in diesen Feindbestimmungen tödlich herumdeliriert und tödlich agiert. Es ist klar, der Angriff gegen die Übermenschen, das ist das, was Carl Schmitt hier diese abstrakten, überstaatlichen Mächte nennt. Es ist klar, der Angriff durch den Unmenschen und Untermenschen, das ist die Angst vor dem Verschwinden des bürgerlichen Subjekts in nichts als der reinen Triebnatur. Insofern ist der Antisemit immer auch zugleich auch Rassist, der etwa, das kann man bei Hitler gerade in den Passagen von Mein Kampf, wo er schreibt über die Rheinland-Bastarde, gut nachlesen, also über jene Mischlingskinder, die als Kinder schwarzafrikanischer, französischer Soldaten der Besatzungsarmee im Rheinland gezeugt worden sind und die wenige tausend Menschen, die unter den Nazis als Mischlinge, als Verkörperung ungezügelter Negernatur schlimmste Verfolgung zu erstehen hatten. Und drittens in der Aggression gegen diejenigen, deren physische Gestalt objektiv nicht in der Lage ist, überhaupt zum Träger der juristischen Subjektfunktion zu werden. Und da ist den Nazis und den Nazi-Psychiatern dieses wunderbar furchtbare Wort eingefallen von der Ballastexistenz, die man eben der Euthanasie überantworten musste, Menschen, die weder körperlich noch psychophysisch in der Lage schienen, diese Repräsentation des juristischen Subjekts im Individuum zu leisten. Das ließe sich jetzt im Einzelnen an den Schriften von Hitler ideologiekritisch nachweisen. Das spare ich mir. Ich möchte nur sagen, es ist eine der großen Mängel der marxistischen Beschäftigung mit dem Staat, nicht Hitlers Buch als Offenbarung deutscher Staatsphilosophie zu lesen. Dieses Buch fristet keine Existenz im offiziellen Kanon von Juristen. Es ist gewissermaßen der Geheimtext aller nur möglichen deutschen Staatslehre, insbesondere dort, wo die Projektion des Antivolkes nicht nur einfach so, was schon schlimm genug ist, die Juden als Diaspora-Gesellschaft meint, sondern überall dort, wo der Staatlichkeitsversuch der Juden in Israel als Antistaat des Antivolkes denunziert wird. Ich könnte jetzt, aber das ist in diesem Rahmen auch schon öfter geschehen, zeigen, dass die Selbstidentifikation Soldaten der Arbeit in der Volksgemeinschaft und damit die fugenlose Geschlossenheit des politischen Mordzusammenhangs als die Eigentlichkeit guter deutscher Staatlichkeit nicht sein kann, ohne die Denunziation jüdischer Staatlichkeit als Staatsgebilde, als Unstaat, als überstaatliche Macht. Die Juden seien ja aufgrund ihrer nomadenhaften Existenz gar nicht befugt zur Staatlichkeit. Dass aber der Wahncharakter all dieser Definitionen und der schizoide Spaltungsmechanismus letztendlich daraus spricht, dass Hitler sagt, noch nicht einmal die Juden haben etwas davon, von ihrem Versuch, wie Hitler sagt, der internationalen Weltbegaunerei, sondern, heißt es hier, es ist selbst ein einziger Selbstmordzusammenhang. Ich zitiere mal aus Mein Kampf eine Passage, da heißt es hier, das Ende einer Judenherrschaft ist stets der Verfall jeglicher Kultur und endlich der Wahnsinn des Juden selbst, denn er ist Völkerparasit
und sein Sieg bedeutet ebenso sehr den Tod seines Opfers als sein eigenes Ende. Also noch nicht einmal die Juden selbst haben von der ihnen unterstellten internationalen Weltbegaunerei, die der Nazi und der deutsche Bürger sie projiziert, indem er zwischen raffenden und schaffenden Kapital unterscheidet, noch nicht einmal sie selber haben etwas davon, sondern es ist das absolute Gegensubjekt, die reine Todesmacht, eine Verschiebung des souveränen Rechts auf Leben und Tod, die reine Todesmacht, in der die Gegenwart der deutsch Organisierten stattzufinden hat. Und in dieser Gegenwehr, dieser putativen Notwehr gegen einen Gegner, der noch nicht einmal selber etwas davon haben wird, da entfaltet sich nun die schizophrene Projektion in restloser Konsequenz. Und da wird nun das sichtbar, was Wolfgang Treher psychoanalytisch und psychiatrisch zeigt, dass nämlich der Begriff des gesunden Volkskörpers, der gegen diese Zersetzung, gegen diese syphilitische Macht, die das Judentum ausübt, ist immer von Gift die Rede. Und darf mal eine Passage aus Wolfgang Treers Buch zitieren, wo das, denke ich, ganz deutlich wird. Da heißt es hier: Wir wissen, dass auch Hitler, obwohl die längste Zeit seines Lebens gesund, sich oft ja meist als krank erlebt hat. Da er Bouillonsuppe Leichentee nannte, darf man annehmen, dass er auch Leichengift wahrnahm und darauf sein überstrenger Vegetarismus zurückging. Überhaupt beherrschte ihn ewige Vergiftungsangst und Krebsfurcht. An sich selbst eine Diagnose zu stellen, war er außerstande. Daher sein Angewiesensein auf sogenannte Begleitärzte und die tägliche Therapie seines Leibarztes. Umso schärfer und unerbittlicher stellt er der Welt draußen die Diagnose. Der deutsche Volkskörper ist, so hat er herausgefunden, versyphilitisiert, von Tuberkelbazillen zerfressen. Ja, das deutsche Kaiserreich ist selbst zu einem weltordnungswidrigen Zustand geworden. Und Hitler fragt bestürzt, hier ein Zitat aus Mein Kampf, und es ist das letzte Zitat, das ich euch aus diesen Schriften zumuten möchte. Da heißt es hier: Wie konnte gerade das deutsche Volk zu einer solchen Erkrankung des politischen Instinkts kommen? Denn hier handelt es sich ja nicht um eine einzelne Erscheinung, sondern um Verfallsmomente, die in wahrhaft erschreckender Unzahl bald wie Irrlichter aufflackerten und den Volkskörper auf- und abstrichen. Also sein konkreter physischer Körper ist der Leib der Nation. Die Nation ist er selber an seinem Körper und er spürt diese Zersetzung, ne, an sich selber. Und den Volkskörper wie giftige Geschwüre anfraßen. Es schien, als ob ein immerwährender Giftstrom bis in die äußersten Blutgefäße des einstigen Heldenleibes, der soldatische Körper der Nation, des einzigen Heldenleibes von einer geheimnisvollen Macht getrieben würde, um zu einer immer größeren Lähmung der gesunden Vernunft und des Selbsterhaltungstriebes zu führen. Das, was also Hitler an sich selbst wahrnimmt, dass sein Körper von außen angegriffen und zersetzt wird, dass in ihm selber eine Todesmacht ist, die er um den Preis einer wie immer gewalttätigen Synthetisierung abwehren muss. Das schafft diese unendlich überschnappende Agitation, die aus der Oszillation, aus der schizophrenen Oszillation erwächst und die als persönliches Krankheitsbild zugleich unmittelbar die antinomischen Bestimmungen aufnimmt, unter die bürgerliche Gesellschaft ihre Zwangsmitglieder setzt. Und da ist er natürlich an den Perversionen des systematischen Vervollkommnungswahns nirgends ein Mangel und er erstreckt sich auf das Abseitigste und Widerlichste. Man sieht also, wie der Staat mit einer sadistischen Zwanghaftigkeit agiert, um alle Zellen seines Körpers auch zu heilen. Etwa dann, wenn es um die Frage geht, was ist deutsch und dürfen Menschen jüdischer Abstammung in ihrem Namen irgendetwas führen, was nach deutsch klingt.
Ich lese vor aus einem Erlass des Reichsinnenministeriums vom 6. Januar 1939. In Fällen, in denen Familiennamen von Juden das Wort Deutsch enthalten, wie Deutscher, Deutschmann, Deutscher, ist den Namensträgern in geeigneter Weise nahezulegen, so sprechen Bürokraten, wenn sie morden wollen, in geeigneter Weise darzulegen, eine Änderung des Familiennamens zu beantragen, wenn ihnen die Führung des Namens nicht im Wege des Widerrufs einer früheren Namensänderung untersagt werden kann. Also die Purifizierungsbewegung ist von einem sadistischen Perfektionswahn getrieben, der nichts außen vor lassen kann, weil erst dieser Systematisierungswahn das Heilsversprechen der Volksgemeinschaft an sich selbst, die Soldaten der Arbeit mit ihrer Sozialfunktion fugendlich zu verschmelzen und sich das Geheimnis gelingender Akkumulation endlich anzueignen, die genau dieses ausagiert und forciert. Etwas, was dann nachher in den doch so gediegen und gepflegt herkommenden staatstheoretischen Bestimmungen der Juristen natürlich nicht so diesen Wahn unmittelbar hervorblicken lässt, sondern etwa, aber ist das Gleiche wie auch sonst, wenn etwa Karl Schmitt 1934 in seiner Schrift Staat, Bewegung, Volk das Ganze jetzt mal ganz fein juristisch definiert, dann sagt er erstens, die zweigliedrige Denkweise der liberalen Demokratie arbeitet mit antithetischen Zerreißungen, wie Staat gegen Volk und Volk gegen Staat, Regierung gegen Volk und Volk gegen Regierung. Antithetische Zerreißungen. Im nationalsozialistischen Staat hat der Staats- und Volktragende Führungskörper die Aufgabe, alle derartigen Antithesen zu verhindern und zu überwinden. Das Volk ist jetzt nicht mehr bloß eine Summe stimmberechtigter Nichtregierer, sondern substanziell artgleicher. Und die Stärke des nationalen Staates liegt darin, dass er von oben bis unten und in jedem Atom seiner Existenz vom Führertum beherrscht und durchdrungen ist. Und es gilt nun, und ich denke, das ist eine Konsequenz einer durch die Lektüre von Wolfgang Dreher noch radikalisierten psychoanalytischen Betrachtungsweise, wie wir sie bei Adorno's Schriften über Freud und die Struktur der faschistischen Massenpropaganda vorliegen haben, dass dieses in all seiner Wahnhaftigkeit die vollendete Wahrheit und Wirklichkeit des faschistischen Mordzusammenhangs ist. Hier kommt der Wahn zur Sprache seiner selbst und hier sieht man, was es bedeutet, wenn die Ideologien des Liberalismus an sich selbst nicht mehr funktionieren können, wenn also die ominöse, unsichtbare Hand des Marktes, die irgendwie Angebot und Nachfrage zu unserem allgemeinen Wohlfahrt und Fortschritt schon versöhnt, wenn diese unsichtbare Hand des Marktes physisch und praktisch wird, dann erscheint die unsichtbare Hand des liberalen Marktes als der Hitlergruß, die der Führer den Massen entbietet. Dann ist die unsichtbare Hand unmittelbar physisch und praktisch geworden und zeigt, wo es lang geht. In dieser Perspektive werden die Erkenntnisse des Psychiaters Wolfgang Dreher in ihrer gesellschaftskritischen Radikalität, denke ich, aufgefasst. Und es wird deutlich, was auch in der kritischen Theorie aus Angst noch das letzte rationale Moment am Nazifaschismus theoretisch wegzutun, also den Begriff der ideologischen Manipulation, wo es doch nur um Ausagieren ist, wo es aber gleichwohl in Adornos Aussagen Momente gibt, die in ihrer psychiatrischen Überbietung gewissermaßen die ganze Wahrheit erst sichtbar machen. Da heißt es etwa bei Adorno, die Horde ist kein Rückfall in die alte Barbarei, sondern der Triumph der repressiven Egalität, die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. Es besteht zwischen der Gleichheit des Rechts, so wie sie uns als Subjekten des Vertrags zugebilligt wird. Es besteht zwischen dieser Gleichheit des Rechts und dem Unrecht durch die Gleichen. Nur dieser kleine Kippmechanismus
die eine funktionierende Akkumulation in den totalen Zusammenbruch der Kapitalversicherung treibt, damit der Souverän zum Materialisieren gewissermaßen genötigt wird. Und da zeigt sich auch, dass der Rassismus der Nazis bei all seiner Aggressivität gegen die als Feinde bestimmten und in all dem tödlichen Ernst, mit dem er den Feinden gegenübertritt, letztendlich seine fatale Utopie aus dem Versprechen der Selbstrassifizierung der Deutschen zieht. Das ist das Versprechen, das hier geäußert wird, das Adorno so formuliert, dass er sagt, Rasse heute ist die Selbstbehauptung des bürgerlichen Individuums integriert im barbarischen Kollektiv. Es ist also keine Ideologie. Es ist die Manifestation des existenziellen Zusammenhangs der Vergesellschaftung in ihrer Negation und ihrer Wiederaufrichtung durch einen Diktator, der als Diktator mehr ist als einfach nur ein bestellter Agent und Machthaber. Also viele Linke sagen ja, das heute vor 80 Jahren war keine Machtergreifung, es war eine Machtübertragung. Der Agent wurde halt rausgeschickt. Sondern dass hier diese Inkarnation kommt und in diesem Zusammenhang dann eben auch muss man sich eben klar machen, dass dieser psychoanalytische Befund, den Adorno erhebt, gewissermaßen noch einmal psychiatrisch zu radikalisieren ist. Und ich schließe damit, dass ich aus einem anderen Buch zitiere über Hitlers Person und Persönlichkeit. Ein Buch, das der österreichische Psychoanalytiker Walter C. Langer 1943 geschrieben hat. Es heißt das Hitler-Psychogramm. Er hat praktisch Hitler einer Ferndiagnose unterworfen, um für die psychologische Kriegsführung der USA Materialien und Dokumente und Anweisungen, wie man doch noch vielleicht mit guten Argumenten was verhindern kann. Da schreibt er, zwischen Hitler und dem deutschen Volk besteht eine beispiellose Ähnlichkeit im Denken, Fühlen und Handeln, als hätte Hitler die kritischen Funktionen eines jeden Einzelnen paralysiert und deren Rolle selbst übernommen. So ist er in einem geradezu körperlichen Sinne Teil eines jeden Einzelnen, dessen Denkvermögen er beherrscht. Hier liegt die Wurzel der unfassbaren Verbundenheit der Person Hitlers mit dem deutschen Volk. Diese Verbundenheit macht alle Appelle an Vernunft und Logik wirkungslos. Wer für Hitler kämpft, kämpft gewissermaßen um seine eigene psychische Identität. Die Deutschen versammeln sich um ihre unmittelbare Allgemeinheit, den Diktator, genauso wie sich die vielen, vielen sinnlich verschiedenen Waren in ihrer unmittelbaren Einheit Geld überhaupt nur als Besondere konstituieren können. Das, was den Führer ausmacht, ist die unmittelbare Bedingung der Möglichkeit der Existenz eines jeden Einzelnen als deutsch identifizierten Einzelnen. Und in dem Zusammenhang muss man sagen, ist Hitler tatsächlich niemals gestorben, sondern Hitler als derjenige, der das, was Souveränität ist, in letzter Instanz verkörperte, ist gewissermaßen das, was den Deutschen bis heute ihre Utopie gelingender Staatlichkeit verbirgt. So könnte man also sagen, Hitler ist tot. Zum Glück hat die Rote Armee es verhindert, dass irgendwo ein Mausoleum entstanden ist. Es gibt keinen Kyffhäuser wie denjenigen bei Mühlhausen in Thüringen, wo der Kaiser Barbarossa auf den Tag wartet, wo er wieder mal Deutschland beglücken kann. Diesen Kyffhäuser gibt es nicht als besonderes Monument. Dieser Kyffhäuser ist das deutsche Grundgesetz. Im deutschen Grundgesetz ist das Vermächtnis der Nazis in dem Paragraphen 14, den die Linken immer so gerne zitieren und mögen, dass nämlich Gemeinnutz vor Eigennutz geht. Das ist das Testament. Und Hitler selber hat ja in seinem Testament gewissermaßen gesagt, dass auch dann, wenn er nicht einmal ist, er ganz sicher sein wird, dass die Deutschen ihren Kampf fortführen gegen jene Clique, gegen jene antideutsche Hetzklique von Juden, die die Völker wieder nur zu Aktienpaketen ihrer internationalen Spekulation machen wollten. Das ist das Erbe. Die Utopie des deutschen Staates als fugendicht verschmolzene Gemeinschaft, die für den Augenblick jetzt schon gerüstet ist,
an dem es abermals zum Totalzusammenbruch der ökonomischen Akkumulation kommen könnte. Das ist das, was diesen verdammten Volksgenossen das gute Gewissen gibt, Sätze zu sagen wie die zur Griechenland-Krise: Wir Deutschen, wir leben, um zu arbeiten. Und die, die arbeiten ja nur, um zu leben. Diese allgemeine Ideologie, die sich von dem, was man auf der Straße hören kann, bis in den Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zieht, das ist das Erbe, und insofern ist das Grundgesetz Hitlers Kyffhäuser, wo er wartet und wo er weiß, dass er wieder gebraucht wird. Und all dies wird darin münden, dass, wie Hitler 1919 geschrieben hat, worum es wirklich geht, wenn man sich die Frage stellt, was ist deutsch, da sagt Hitler: Wir müssen das gute Gewissen zur Grausamkeit wiedergewinnen. Das ist die Erbschaft, und die BRD, gerade als Wiedervereinigte, tut alles, um dieser Erbschaft gerecht zu werden. Und ich hoffe, euch damit jetzt nicht über Gebühr strapaziert zu haben und auch klar gemacht zu haben, was eigentlich das wirklich materialistische und revolutionäre war an den wenigen, die wirklich versucht haben, Hitler ans Leben zu gehen. An Johann Georg Elser und eben auch an Grafen Stauffenberg, dass sie einen praktischen Begriff von Hitler hatten. Sie hatten verstanden, dass das Begreifen Hitlers zugleich seine Liquidation hätte sein müssen. Nicht das geschichtstheoretische oder soziologische oder psychologische Herumreden über den Zusammenhang von Volk und Führer, sondern die unmittelbare physische Liquidation dessen, der an seinem Leib die Souveränität materiell verkörpert. Insofern sind Stauffenberg und Johann Georg Elser diejenigen, die die richtige Faschismus-Theorie, wenn denn so etwas möglich sein sollte, haben. Und das ist auch etwas, mit dem in der Konsequenz auch das Buch von Wolfgang Treher schließt. Und mit diesem Zitat möchte ich dann auch beenden, diesen Vortrag. Hitler selbst war als Wesen aus einer anderen Welt im reinsten und klassischen Sinne schuldunfähig. Man kann einen tollwütigen Hund, und das war er in seinem chronifizierten Amoklauf, nicht zu Menschen machen. Menschen kann man verurteilen, eine Bestie kann man nur jagen und erlegen. Und wenn wir das als das Erbe annehmen, obwohl Wolfgang Treher in seinem gesamten Buch nicht von Johann Georg Elser spricht, merkwürdigerweise ebenso wenig wie Johann Georg Elser in irgendeiner Schrift Theodor W. Adornos auch nur vorkommt, seltsam, aber hier ist das einzig noch mögliche Theorie-Praxis-Verhältnis, das der kritische Materialismus im Angesicht der nazifaschistischen Bedrohung haben kann. Und das heißt als allererstes der Kampf gegen die sowohl ideologisch gebotene wie paranoide Spaltung an der Staatlichkeit im deutschen, guten, geschlossenen Staat, im Kampf gegen das Staatengebilde, was die Juden gefangen. Also der Kampf gegen den Antizionismus und gegen alle anderen Formen, in denen sich der Antisemitismus politisch kamoufliert, ist das direkte Erbe aus einer sowohl ideologiekritischen wie auch psychoanalytisch-psychiatrisch belehrten Reflexion über den unmittelbar allgemeinen Deutschen Adolf Hitler. Und damit erst einmal danke für eure Aufmerksamkeit.